Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Phantom Doctrine. Wir spielen die KGB-Kampagne hier auf mittlerem Schwierigkeitsgrad im Ironman-Modus. Und wir gucken mal, Exekutive UA-426 in Vladivostok sind wir. Agent Yukon hat den Amerikanern geheime Informationen übermittelt. Sein Haftbefehl wurde mit Patriot unterzeichnet und ist nur mit der höchsten Sicherheitsstufe einsehbar, was bedeutet, dass jemand Wichtiges in Moskau seine Verbrechen als besonders gravierend erachtet. Ihre Einheit des KGB ist für seine Verhaftung zuständig. Ja, Spionageabwehr, das sind wir. Yukon festnehmen und evakuieren nach Erreichen der Primärziele. Aha. Na, dann schauen wir doch mal, was sind denn das hier eigentlich für... Ach so, das hier ist so ein großes Radar oder sowas. Hier irgendein Gebäude und hier die Kapsel. Keine Ahnung, was das ist. Sputnik ohne Antennen. Ach, 2 Monate zuvor. Почему ты его просто не арестуешь? Хочу увидеть, кто еще появится. Наверное, ГРУ уже на месте. Ха, про волка речь. Что случилось? Милиционеры только что вбежали в здание. Не могу больше говорить. Ja, ich muss hier weg, stimmt wohl nicht. Я тоже. Подготовьтесь к стрельбе. Постараемся не оставлять беспорядка. Слишком много бумаг. Zu viel Papierkram. In Ordnung. Also, am Anfang immer Yukon festnehmen. Das scheint sich irgendwo hier oben zu befinden. Da können wir natürlich nicht hier reinschauen. Ich weiß auch nicht, ob wir irgendwelche Ops haben. Ah, mit rechts können wir uns Details anzeigen lassen. Okay, ein Zivilist. In Ordnung. Wen haben wir denn dabei? Also einmal Kodiak, das sind wir. Können wir auf uns auch mit rechts klicken. Masochist. Wir bekommen Schadensbonus, wenn wir getroffen wurden. Loyal. Und der Hauptcharakter, okay. Indigo. Auch Masochist. Und Theramin haben wir hier. Er hat hier oben so ein lustiges Symbol. Keine Ahnung, was es bedeutet. Zähigkeitsbonus. Dieser Charakter kann einmal pro Mission einen tödlichen Treffer überleben und die Wachsamkeit auffüllen. Oh, cool. Wir haben noch hier bestimmt Fähigkeiten, oder? Ablenken, ausschalten. Okay. Ist das du? Zen. Aha. Der Blendlaser. Oh, setzt feindlichen Feuerschutz, also Overwatch, außer Kraft und verhindert, dass Feinde Schüsse abgeben können. Dauert ein Zug, 3 Runden Cooldown. Ausschalten kann sie auch. Da haben wir hier noch Kodiak. Der hat auch einen Blendlaser. Okay, also. Da sollen wir offensichtlich rein. Hier ist eine abgeschlossene Tür, die wir nicht öffnen können. Hier ist auch die Kartengrenze. Wie groß ist denn die Karte hier? Drum geht es noch weiter scheinbar, oder? Ja, hier gibt es noch so ein Nebengebäude. Keine Ahnung, ob das was tut oder nicht. Hier gibt es einen Hintereingang. Wo endet denn die Karte hier? Ach, ganz hier hinten erst. Ja, da können wir uns das Nebengebäude ruhig mal angucken, oder? Können wir uns hier schon ein bisschen aufteilen, würde ich sagen. Jeez, I thought it was somebody else. So, hier drin, die Treppen kommen nämlich erstmal nicht hoch. Aber wir können ja mal reinschauen.
Vielleicht sitzt da jemand, den wir nicht sehen. Ich хочу, чтобы ГРУ узнало о нашем присутствии. Пульт управления должен быть рядом. Просто выключи камеры. Ah, okay, Steuerkonsole. Ah, die ist hier hinten. Wie praktisch. Da gibt's auch keine Kameras. Hi. Karamin. Du kannst dich ja da ruhig mal umschauen. Ohne durch den Kamerabereich zu... laufen. Okay, kein unbefugtes Eindringen mehr. Ich hoffe, wir sind nur hier durch dieses Feld gelaufen. Mal gucken. Da scheint kein Alarm ausgelöst worden zu sein. Da rennt allerdings ein Zivilist rum, hier auch. Können wir die Tür öffnen? Ja, können wir. Oh, und da drin ist auch was Leckeres. Und außerdem befindet sich dort ein Zivilist. Ja, hier auch. Da müssen wir mal gucken. So, Termin. Wenn wir hier reingehen, ist das ja auch eindringend. Aber da ist auch ein Safe wieder. So, kommen wir hier rüber in die Ecke. Mach mal auf und verrate mir. Dort drin befindet sich niemand, wie es aussieht. Hier hinten vielleicht, weiß ich nicht. Da warte ich noch eine Runde ab, bevor ich da reinrenne. Also ich spiele das Ganze jetzt natürlich super vorsichtig hier. Wenn ich hier reinrenne, dürfte RCS uns ja eigentlich nicht sehen, oder? Denke ich mir. Wohin gehst denn du? Nirgendwo hin? Ja, wir gucken mal, was Termin hier Schönes machen kann. Обыщи шкафчики. Все может быть доказательством. Das sind alles Beweise, okay. Sicherheitsvorkehrungen haben wir ausgeschaltet. Gibt es hier drüben in dem Raum noch was? Nope, sieht nicht so aus. Oder? In der Ecke irgendwie? Nee, aber hier diesen Tresor räumen wir natürlich aus. Leichte Panzerung zweimal. Okay, nice. Don't sneak up on me like that. Ich hätte jetzt echt gerne einen Spotter irgendwie hier fürs zweite Geschoss, weil ich halt gar nicht irgendwie gucken kann, ob hier oben jemand ist oder nicht. Ich gehe einfach mal hoch. Oh ja. Oh ja. Wir sind sogar zu zweit hier oben. Einer läuft hier zur Seite. Ach, der ist noch eine... Ja, geil. Was gibt's denn hier? Dokumente vielleicht? Ich würde den ja schon gerne ausschalten. Allerdings will ich das eigentlich nicht alleine machen. Gehe ich nochmal runter. Hier drüben, das ist keine Deckung.
So, wenn der sich umdreht, dreht er sich denn hier lang zurück oder wie ist das? Keine Ahnung. Ich verstecke mich mal einfach hier. Und hol mir Theremin hoch. Ah, geht gerade nicht. Okay. Uncool. Die Tür wieder zumachen? Ja, kann ich. So, einmal ausschalten. Nicht tödlich gegen Zivilisten. Ah, das ist doch schon mal gut. Who is that? Kann ich mit Kodiak nichts mehr machen? Doch. Beute erhalten. 3 von 5, okay. So. Er steht mit dem Rücken zu uns. Etage über uns ist aber noch einer, wie wir wissen. Den sehe ich nicht, das heißt, er sieht uns auch nicht. Und das wiederum bedeutet natürlich, ja, der würde sich gleich umdrehen. Ja, wir schalten den hier einfach mal aus, oder? Dann gehen wir hier drüben einmal in Deckung. Oder kann ich irgendwie Leichnam beseitigen? Kostet halt einen Feuerpunkt. Habe ich gerade nicht mehr. So, dann gehen wir hier einmal in Deckung, falls jemand runterkommt. So, Theremin hatte festgestellt, hier unten gibt es nichts. Kommt halt auch nicht hier ran an den Typen. Kodiak. Kann ich den hier beseitigen? Den? Ja, kann ich. Cool. Ist zwar nicht tot eigentlich, aber in bester Hitman-Manier räumen wir die Leiche in den Schrank. So, und dann werfen wir einfach mal einen Blick hier drüben rein. Ich weiß halt gar nicht, ob es hier noch irgendwas gibt. Ach doch, klar, Dokumente. Denke ich zumindest. Das heißt, dafür müssen wir hoch. Ah, und dann haben wir hier so einen Übergang. Sehe ich das richtig? Ja. Ah, cool. Das hier ist also der Hintereingang. Ich dachte, es wäre ein komplett separates Gebäude eigentlich. Draußen ist irgendwo jemand langgelaufen. Keine Ahnung wo oder warum. Jeez, I thought it was somebody else. So. What if that's what they wanted? Leiche einmal beseitigen hier.
So, hier draußen scheint sich auch niemand rumzutreiben. Das ist schon mal gut. Hier ist irgendeine Werkstatt oder sowas. Da schauen wir nächste Runde mal rein. So, und inzwischen schauen wir uns hier um. Da ist noch ein Satz Dokumente. Ich denke zumindest, das sieht aus wie ein Dokumentenordner für mich. Ah, hier ist die Treppe, wo Kodiak gleich hochkommt, alles klar. So, dann sorgen wir mal dafür, dass hier hinten alles hübsch ist. Schauen uns hier vernünftig um. Sei er lang gelaufen, dürfte uns nicht gesehen haben. Hoffe ich. Keine Ahnung. Gibt's hier irgendwas? Nope, sieht nicht so aus. Einmal zur Sicherheit. No. Okay, dann mache ich hier wieder zu. Kann ich eigentlich wieder zumachen? Für zu? Who is that? Okay, also hier ist niemand drin. Und es gibt auch nichts zu holen, wie es aussieht. Wir haben 3 von 5 Ausrüstungen, glaube ich, eingesagt, ne? Hier ist auch niemand drin. Oh, okay. So, geheime Dokumente, 1 von 3. Vertrauliche Dokumente waren das. Das heißt, irgendwo gucken noch ein paar interessante Dokumente rum. Ich glaube, 2 hatte ich tatsächlich schon gesehen, oder? Hier ist eine Leiter. Da scheint noch ein Safe zu sein. Ja, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Doch, da hinten. So, Kodiak. Oder 47, wie ich ihn liebevoll nenne. Wohin mit dir, mein Guter? Hier kann man weiter durchlaufen, auf jeden Fall. Hier auf der Seite kann man wahrscheinlich auch komplett durchlaufen. So, ich werde mal schauen, ob ich hier irgendwie... Wir wissen ja, oben ist auch noch ein Polizist. Ob wir den hier irgendwie sehen können. Ich vermute beinahe nicht. Der ist irgendwo da oben.
Vielleicht gehen wir lieber über die Leiter hier hoch. Dann umgehen wir den Polizisten da auf dem Gang erstmal. Ah, das könnte eine Sache sein, die vielleicht funktioniert. So. Termin. What up? Verrate mir mal, ob sich dort jemand im Raum befindet. Nämlich Kodiak einfach schnell hier reinhüpfen, schlüpfen, was auch immer. So, Indigo gräbt sich hier drüben weiter durch. Ich hoffe, ich übersehe hier nicht irgendwie die ganzen schönen Sachen. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn? Eine französische Pistole, glaube ich, habe ich mitgenommen, ne? Und zweimal Panzerung. Ich hätte ja gern Schalldämpfer. What up? Also auch hier befindet sich niemand im Raum. Ah, vielleicht hier hinten an der Ecke. So, wenn ich da die Leiter hochgehe, gehe ich mal davon aus. Wie sieht das hier oben aus, deckungsmäßig? Schlecht. Da gehe ich mal davon aus, dass ich direkt auffliegen werde, oder? Ist hier drüben auch so eine Leiter? Nee. Leider nicht. Hurry up. They'll be here any minute now. Oha. Da steht noch einer. Der läuft hier rüber, wie es aussieht. Der dürfte uns ja nicht sehen, wenn wir hinter der Wand stehen. Hoffe ich. Zeit, das mal auszuprobieren. Schaut zum Glück auch gar nicht in unsere Richtung. Ist noch nicht ganz so weit, Leute. Ihr müsst noch kurz warten. So, den hauen wir um. Ah, dann können wir hier gleich ein Foto machen. Cool. Ah, ich hätte die Tür zumachen können. Jetzt habe ich mich extra daneben gestellt. So, 2 von 3. Das heißt, ein Dokument fehlt irgendwo noch. Ah, hier oben. Need me? So, die beiden Jungs hier sind soweit. Da überlege ich mir gerade echt ohne Indigo einfach hochzugehen. So, Kodiak. Gibt es hier nicht so eine Eckdeckung irgendwo?
Ich laufe mal nur bis hier. Мы нашли Юкона. Он мертв. Кто-то пытается замести за собой следы. Досье может быть все время на месте. Ищем по следам крови. Юкон festnehmen. Ja. Blutspur verfolgen. Echt jetzt? Ah, hier ist so eine... Ah, könnte getrocknetes Blut sein vielleicht. Ja, scheiße, der ist schon tot. Hätte ich mir eigentlich auch denken können, ne? Oh Mann, na super. So, Indigo, du lässt den Mann hier am besten noch verschwinden. Never mind. Nur falls hier irgendjemand auftaucht. Also ich muss sagen, bis jetzt noch keine Action hier, aber fällt mir echt, echt gut. Dadurch, dass man halt so ein bisschen schleichen muss und ein bisschen schleichen ist gut, ganz schön schleichen muss, und das wird ja garantiert noch schwieriger, gefällt mir das auch eigentlich bisher besser als XCOM, so von der Atmosphäre her einfach. Aber vom Gameplay kann ich ja noch nichts dazu sagen. Need me? So, mach mal hier einmal auf. Draußen müsste doch eigentlich irgendwo, dachte ich, ein Polizist sein auf dem oberen Stockwerk. Vielleicht aber auch nicht. Hier kann ich das Ding mitnehmen? Scheinbar nicht. Ich bin zu langsam einfällt, oder? Wo ist das Problem? Einmal hier rüber schleichen. Niemand zu sehen. Okay. Wow. Er steht hier direkt hier draußen. Und unser Kumpel Termin hatte den nicht gesehen. Spring ich da jetzt raus, brüll Ua und hier hinten ist eine Wand, oder? Also streng genommen kann da sonst niemand mehr sein. Er würde da rüberlaufen. Bleibe ich hier stehen? Ich glaube, ich kann da stehen bleiben. So, Indigo, komm mal hoch hier. Ah, praktisch. What if that's what they want us to do? Ein bisschen hatte ich mir schon Sorgen gemacht, weil ich Termin weggeräumt hatte schon. Aber Indigo versteckte die ganzen Leichen. So, da sollen wir hin. Wir gucken uns natürlich hier hinten noch in Ruhe um. Hier vorne am besten auch. So, irgendwo sind halt noch Feinde. Wer will das Gebäude in Brand stecken und warum? Muss ich mich jetzt echt beeilen, oder? Keine Ahnung.
irgendwie Gas. Na super. Okay, hier ist nichts. Don't sneak up on me like that. Ja, wenn ich jetzt wüsste, ob ich mich wirklich beeilen muss oder nicht. Die Blutspur führt auf jeden Fall nach da hinten. Da gibt es Sinn. Ja. So, hier einmal Foto machen. Okay, Dokumente haben wir. Aber irgendwie fehlt mir noch Ausrüstung, kann es sein? Oh, okay, elegant. Ach, das sind vielleicht die Zivilisten, die da draußen rumrennen. Das könnte sein. So, ich mache die Tür hier mal noch nicht auf. Mal kurz hier reinschauen. Da ist nichts. Schade. Hatte ich mir ein bisschen aufregender vorgestellt. So ein Safe oder sowas könnte doch da noch sein, finde ich. Mit der Feuerlöscher an der Wand? Ach, tatsächlich. Oh, feindliche Aktivität, sehr kurz. Ah, da ist ein Safe. Beinahe hätte ich ihn übersehen. 4 von 5. Kugelsichere Weste. Also wir haben zweimal leichte Rüstung. Einmal eine kugelsichere Weste. Da habe ich irgendwo ein Safe übersehen, oder? Weil ich bin ja jetzt durch quasi. Denke ich mir, oder zählt das ja als Ausrüstung? Ich denke nicht. Dabei dachte ich, ich wäre so toll gründlich gewesen. Ja, aber hier war ich drin. Das Ding habe ich ausgeräumt. Obwohl die Tür da gar nicht offen zu sein scheint, ne? Doch, aber das habe ich ausgeräumt. Hundertprozentig. 100 Pro. Ja, keine Ahnung, wo ich Ausrüstung übersehen habe. Ja, ich würde sagen, schnappen uns erstmal den Koffer und lamentieren dann. У нас есть документы, которые Юкон отправил американцам. В ГРУ напортачили. Убирайтесь оттуда, могут стянуть подкрепление. Okay. Trotzdem habe ich irgendwo Ausrüstung übersehen. Ah, ärgerlich. Nee, da komme ich nicht rein. Das ist außerhalb der Karte. Die werden ja keine Verstärkung herschicken, wenn die das Haus abfackeln wollen, oder? Denke ich mir jetzt so. Da! Ah, in der Ecke da unten.
komme ich hinein. Jeez, I thought it was somebody else. Indigo. Wie kommen wir da am schnellsten hin? Treppe? Treppe. Jetzt gibt's wieder feindliche Aktivität. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo meine... Ach, da hinten. Da kann ich eigentlich einfach zum Fenster rausspringen oder so. Oder ist es zu hoch? Achso, ja. Das sehen wir gerade nicht. Nope, das scheint zu hoch zu sein. Das heißt, Treppe laufen. Oh. Don't sneak up on me like that. Ja. So, wo war der Schrank da hinten in der Ecke? Ich hoffe, ich renne jetzt nicht wirklich irgendwie in Verstärkung oder so rein. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Er Kaliber, Revolver, vermute ich. So, jetzt sind wir hier auf jeden Fall alle wieder ein bisschen dichter beieinander. Kann ich hier auch noch ganz unten irgendwo? Ja, kann ich. Allerdings bin ich da noch in der Sperrzone sein. Geschützten Bereich, zugangsbeschränkten Bereich, wie auch immer. So, und ich habe hier eigentlich nicht vor, mich jetzt noch erwischen zu lassen. So, wo ist die Evakuierungszone? Hier auf der Seite. Auf der Seite. Ah, da hätte ich doch eigentlich hier oben durchlatschen können, oder nicht? Ja. Wo kann man hier runter? Ach, hier ist die Leiter. Das sollte doch eigentlich in 3 Runden machbar sein. Weil 3 Runden bis zum Eintreffen braucht das Ding. Ich frage mich, ob ich aus dem 2. Stock springen kann. Ich werde das bei Gelegenheit mal rausfinden. Hurry up! They'll be here any minute now. Ja, alles gut. So, mehr feindliche Aktivität. So, 2. Stock. Wie sieht's denn aus? Ah, 2. Stock schaffen wir. Allerdings werden wir da von irgendjemandem gesehen. Hier drin? Am Fenster werden wir da irgendwie gesehen. Das heißt, ich sollte hier unten potenziell auch vorsichtig sein, ne?
So, dann riskieren wir einen Blick. Ich dachte, er springt da direkt übers Geländer. So wie das Kodiak vorhin gemacht hat. Ach, scheiße. Wo gehst denn du hin? Da drüben. Und in welche Richtung guckt er dann? Interessante Frage. Nächste Frage. Ach, aber wir können hier einfach so rausrennen. Okay, cool. Dann machen wir es doch mal. So, Kodiak und Indigo sind draußen. Theremin muss noch kurz zittern. Der kann nicht so weit gucken. Er guckt in die falsche Richtung. Voll unauffällig, wie er da aus dem Fenster steigt. So, Fluchtfahrzeug müsste gleich ankommen. Wir sind jetzt natürlich eine Runde zu früh da. Das ist suboptimal im Ernstfall. So, aber immerhin haben wir es geschafft, alles mitzunehmen. Heiler Truck, Lieferwagen, ihr wisst schon. Was ist denn das für ein Fabrikat? So, wir sind alle in der Zone, denke ich. Dann verpissen wir uns. Ein Erfolg. So, erfüllte Sekundärziele alle. Alle Agenten evakuiert. Ausrüstung alle erwischt. Die geheimen Dokumente alle erwischt. Ja, sehr gut. Schalldämpfer war nicht dabei, ne? Und ja, Kapitel 1, höchste Geheimhaltungsstufe. Wir haben den Befehl erhalten, Agent Yukon festzunehmen, da er geheime Informationen an den amerikanischen Geheimdienst verkauft hat. Eine Gruppe Söldner traf leider vor uns ein und hat ihn eliminiert. Wir müssen herausfinden, wer die Söldner angeheuert hat und was so wertvoll an den Informationen war, dass Yukon dafür sterben musste. Ja. Zwei Pistolen haben wir bekommen. Schuss beendet, Zug nicht. Warum sind hier Ausrufezeichen oben dran? Ich weiß es nicht. Leichte Panzerung haben wir zweimal bekommen. Ah, okay. Können wir nicht tragen, wenn wir infiltrieren wollen. Panzerungswert 7, die kugelsichere Weste. Handelsvertrag, Reiniger, keine Ahnung, was das tut. Neue Geheimakte Valhallas schreiben, ne? Valhalla, der blonde Typ halt. Und Agentenbericht. Talentherstellung von Theremin enthüllt. Aha. Da sind wir. Achso, ich kann jetzt hier gar nicht raus irgendwie, ne? Ja, schade. Das schauen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal an. Это патриот их напустил? Может, он хотел, чтобы мы туда попали перед ними? Я сомневаюсь, но местные органы расследования должны вам сказать, кто нанял их дружков. Должны? Наверняка скажут. И лучше добровольно. Erstatte der Polizei in Vladivostok einen Besuch ab, um herauszufinden, wer sie geschmiert hat. Ja, und hier haben wir unsere Basis. Kann ich mich gar nicht bewegen. Ja, irgendwie nicht. Ja, das schauen wir uns beim nächsten Mal an, auf jeden Fall. Alles.
Und das dürfte eine ganze Menge sein. Für heute war es das leider. Jungs und Mädels, ich... Wo sind wir denn hier eingezogen? Das sieht ja ranzig aus. Bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.